Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester, mit dabei wie immer. Und Michaela. Christian, heute geht's zwar in den Garten, so im Frühling passt das ja ganz gut, aber es ist nicht ein normaler Garten, sondern es ist ein magischer Garten. Und sogar dieser magische Garten hat Rahmendaten. Powerplants, der magische Garten, ist ein Spiel für 1 bis 5 Zauberer ab 8 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 Minuten angegeben. Die deutschsprachige Ausgabe ist bei Skellig Games erschienen, kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 32 Euro. Und der Autor ist Adam E. Dalton. Und zur Altersangabe 8 Jahre, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und die Spielidee heißt, wie schon der Titel Magischer Garten vielleicht erraten lässt, wir sind Zauberer. Und man weiß natürlich als Zauberer, dass die besten Komponenten immer frisch geerntet sind, damit wir auch unsere bestmöglichen Zaubertränke dann ja brauen können. Leider gibt es hier bei uns in der Nähe nur eine einzige Parzelle, die einen guten Boden hat, damit wir die magischen Pflanzen letztendlich auch pflanzen können und ernten stimmen. Und deswegen stimmen wir alle zu, dass wir uns diesen Garten teilen. Doch, ich glaube, ganz so friedfertig wird es dann nicht ablaufen. Wir setzen unsere loyalen Feen ein, um die Kräfte der Pflanzen, ja, zu nutzen. Wir wollen sie sprießen lassen, wir wollen sie wachsen lassen und damit, ich sag mal, die meisten Kristalle letztendlich dann bekommen. Dann starten wir mal mit dem Spielmaterial in dem Spielaufbau. Es gibt insgesamt 8 verschiedene Pflanzenarten im Spiel. Es gibt hier zum Beispiel den Tiefwurz, es gibt den Furchtschatten, es gibt den Schnapper, es gibt das Glutholz, es gibt das Honigblatt, es gibt die Sternblume, es gibt den Wirrdorn und es gibt die Flugbohne. Das erinnert mich an Harry Potter. Ja, warum auch immer. Hier die Bohnen von, wie heißen die nochmal, die beiden? Bertie Botts Bohnen. In jeder denklichen Geschmacksrichtung. Genau, zum Beispiel Popel und all sowas. Sehr lecker. Also zu jeder Pflanzenart gibt es Eigentlich, wenn insgesamt. man es genau nimmt, sind das zwei Flügel, die an einem, also an einem Hintern hängen. Es ist schön, dass du jetzt nochmal drauf Ja, eingehst. andersrum, wenn man es auf dem Kopf macht, ist es ein Herz mit einem Schnauzer. Geht auch. Denkt euch, was ihr wollt. Weiter. Okay, es gibt von jeder Pflanzenart gibt es 8 Plättchen, durchnummeriert von 1 bis 8. Hier oben steht immer eine Zahl drauf. So, dann haben wir noch die Pflanzenkarten, passend zu den ganzen Pflanzenarten. Es gibt Standardpflanzen, also diese 8 verschiedenen Pflanzen gibt es einmal als Standardpflanzen und es gibt diese 8 verschiedenen Pflanzen als Alternativpflanzen. Fürs erste Spiel wird empfohlen, nicht mit den Alternativpflanzen zu spielen. Und von den 8 vorhandenen Pflanzen sucht ihr euch jetzt zufällig welche aus, wobei empfohlen wird, hier auf der Rückseite sind auch die Symbole nochmal drauf. Die haben hier oben einmal so ein Symbol für morgen, einmal ein Symbol für Mittag und einmal ein Symbol für Abend. Und es wird empfohlen, dass ihr auf jeden Fall 2 Morgenpflanzen mit dabei habt, eine Mittagspflanze und eine Abendpflanze. Das soll für ein ausbalanciertes Spielgefühl sorgen. Dann zieht ihr euch, also die Pflanzen, wie gesagt, könnt ihr mit der Rückseite entweder zufällige Pflanzen ziehen oder ihr sucht euch einfach welche aus. Das haben wir hier schon mal gemacht. Wir haben 2 Morgenpflanzen, den Tiefwurz und das Honigblatt. Wir haben die Mittagspflanze, das Glutholz und 2 Abendpflanzen, einmal den Schnapper und einmal die Flugbohne. Ihr sortiert die auch nach der Tageszeit, das heißt zuerst die Morgenpflanzen, dann die Mittags- und dann die Abendpflanzen. Und innerhalb einer Tageszeit werden die Pflanzen dann zufällig hingelegt von der Reihenfolge her. Dann sucht ihr euch zu den Pflanzen die entsprechenden Plättchen heraus. Und je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr spielt, müsst ihr jetzt vielleicht nach Plättchen aussortieren. Im Drei-Personen-Spiel müsst ihr alle Plättchen der Art mit der 8 aussortieren. Und im Zwei-Personen-Spiel müsst ihr alle Plättchen mit der 7 und der 8 hier oben aussortieren. Das haben wir schon mal gemacht. Von daher legen wir jetzt hier alle übrigen Pflanzen, die wir nicht mehr brauchen, raus. Und auch die 3 Pflanzen, Plättchen, die wir jetzt gar nicht mit im Spiel haben, die sortieren wir dann auch einmal aus. Dann wird hier schon mal der Garten begonnen. Das ist im Prinzip ein Schaubild, was in der Anleitung drin ist. So soll man den Garten beginnen. Und zwar jeweils mit den Plättchen, von jeder Art ein Plättchen, die dann noch die höchste Zahl haben. Im Zwei-Personen-Spiel sind das Plättchen mit der 6 drauf. Das heißt, von jeder Pflanze wird ein Plättchen mit der Nummer 6 hier in dieser Formation schon mal ausgelegt. Dann haben wir hier einen formschönen Beutel und da kommen jetzt alle übrigen Pflanzplättchen rein und werden einmal ganz kräftig gemischt. Dann haben wir hier unseren Vorrat aus Edelsteinen. Es gibt Einer, Zweier, Fünfer und Zehnerstückelung bei den Edelsteinen. Jeder Spieler wählt eine Farbe und bekommt 20 Feen seiner Farbe. Ich habe jetzt hier rosa, rot gibt es nämlich nicht. Christian hat schwarz, schwarz gibt es nämlich.
Dann bekommt man noch eine Spielerhilfe, so man dann möchte. Ich habe die jetzt noch auf der falschen Seite. Es gibt einmal die Spielerhilfe für die alternativen Pflanzen und einmal die Spielerhilfen für die Standardpflanzen. Und ich würde mal sagen, selbst nach der sechsten Partie, ich brauche noch eine Ich auch. Spielerhilfe. Von daher, ich nehme eine Spielerhilfe. Dann wählt man noch zufällig, wer Startspieler wird. Der bekommt den Zauberer. Bei uns ist Hausregel. es ja die Hausregel. Das letzte Spiel, ich glaube, ich habe dieses Spiel noch nie gewonnen. Also kriege ich standardmäßig den Zauberer. Und dann werden schon mal aus dem Beutel, der ja gut gemischt wurde, schon mal drei Beete gezogen. Das ist die sogenannte Pflanzschule. Dann beginnt im Uhrzeigersinn mit dem Startspieler, zieht jeder Spieler Mit einer Hand. eine Hand aus zwei Beeten aus dem Beutel. Die Hand ist auch für alle sichtbar, die Beete werden nicht versteckt. Das heißt, ich ziehe jetzt mal zwei Beete raus. Wenn Guter ich zwei Beete Torschuh-Effekt. der gleichen Art ziehe, darf ich jetzt auch mit dem Vorrat dann tauschen. Das heißt, mit der Pflanzschule darf ich einmal tauschen. Aber ich möchte gar nicht tauschen. Ich behalte mal diese zwei Beete. Kleine Ergänzung noch: Bei fünf Spielern würdet ihr noch zwei zusätzliche Beete für die Pflanzschule hier hinlegen. Also insgesamt hättet ihr im Fünf-Personen-Spiel dann fünf Beete in der Pflanzschule liegen. Dann kommen wir einmal zum Spielablauf im Überblick. Beginnt mit dem Startspieler, führt man dann einen Zug aus. Und zwar geht das so lange reihum immer, bis letztendlich ein Spieler das letzte Plättchen hier aus dem Beutel zieht. Wenn das passiert, muss der Spieler sagen: Achtung, Warschau, ich habe das letzte Plättchen aus dem Beutel gezogen. Danach hat dann jeder Spieler nämlich noch genau einen Zug, sodass am Spielende jeder Spieler noch eins von diesen Beeten, von diesen Pflanzplättchen dann vor sich liegen hat. Wenn man am Zug ist, führt man genau drei Schritte aus. Als erstes legt man ein Beet an, das heißt, man sucht sich eins seiner zwei Beete aus, die man vor sich offen ausliegen hat, und fügt es an einer beliebigen Stelle am Rand des Gartens an. Eine Stelle ist immer eine leere Fläche neben einem Beet. Jedes einzelne Plättchen hier ist letztendlich ein Beet, und ein Feld ist praktisch eine Gruppe aus einem oder mehreren gleichen Beeten. Also das wäre jetzt ein Feld aus zwei Beeten. Das wäre aber auch ein Feld aus einem Beet. Und wichtig ist, diese Plättchen sind jeweils ein Beet. Und das könnte ich jetzt an eine freie Stelle, eine leere Stelle neben einem Beet letztendlich dann anlegen. Wenn ich das mache, setze ich da erstmal den Zauberer drauf, um zu zeigen, dieses Beet habe ich angelegt. Und dann bringen einige Beete auch eine freie Fee. Das seht ihr hier, ich habe jetzt gerade den Tiefwurz angelegt. Das ist das Symbol, dass ich eine freie Fee dafür bekomme. Das heißt, in dem Moment, wenn ich das Plättchen anlege, darf ich da sofort eine Fee drauf platzieren. Demgegenüber das Honigblatt hier, wenn Christian sein Honigblatt anlegt, da ist drauf keine freie Fee. Das heißt, da dürfte Christian in dem Moment, wo er das anlegt und den Zauberer draufstellt, dann in dem Moment keine freie Fee draufsetzen. Danach muss ich mich dann entscheiden, ob ich sprießen lasse oder wachsen lasse. Beim Sprießen lassen aktiviere ich immer die Sprosskraft vom Beet des Zauberers. Das heißt, da wo der Zauberer draufsteht, das Beet, was ich gerade angelegt habe, die Sprosskraft aktiviere ich. Und dafür habt ihr diese Pflanzenkarten. Da seht ihr einmal, was bei der Sprosskraft passiert und bei der Wachsenkraft, was da passieren würde. Wenn ich mich entscheide, nicht sprießen zu lassen, sondern ich möchte wachsen lassen, dann aktiviere ich die Wachstumskraft jedes Beetes, das an das Beet des Zauberers angrenzt, beziehungsweise das das Beet des Zauberers umgibt. Das heißt, ich würde die Wachstumskraft dieses Beetes und dieses Beetes aktivieren. Und auch das seht ihr hier jeweils auf der rechten Seite, was dann die Wachstumskraft dann bedeutet. Wenn ich das beides gemacht habe, dann ziehe ich aus dem Beutel ein neues Beet nach, sodass ich wieder zwei Beete hier ausliegen habe. Wenn ich zwei gleiche Beete vor mir ausliegen habe nach dem Ziehen, darf ich mit einem Beet hier aus der Pflanzschule mein, ja, Beet wechseln letztendlich. Soweit erstmal dazu. Und das machen wir halt so lange, bis ein Spieler das letzte Beet aus dem Sack zieht. Und dann wird das Spielende ausgelöst. Wie gesagt, dann ist jeder Spieler noch einmal dran. Jeder darf noch eins seiner Beete legen, sodass am Spielende jeder Spieler noch ein Beet dann offen vor sich ausliegen hat. Dann kommt es zur Endwertung. Man kann einmal Edelsteine im Verlauf des Spiels sammeln. Die bringen dann Punkte. Und zwar jeder Edelstein ist ein Punkt wert. Das heißt, es sind 5 Punkte, das wären 10 Punkte. Dann gibt es halt einige Pflanzenkarten, wie hier die Flugbohne und hier der Schnapper. Die haben auch noch Bedeutung für das Spielende, für die Endwertung. Dann würde man noch gucken, wenn man jetzt hier auf Feldern drauf ist. Es kann auch im Spielverlauf passieren, dass wir auf Felder
beziehungsweise hier auf ein Beet, ein Edelstein legen. Und wenn ich dann meine Feder habe, das heißt, ich kontrolliere dieses Beet, dann darf ich mir den Edelstein am Spielende von diesem Feld dann auch nehmen. In diesem Fall wäre das dann auch nochmal ein Siegpunkt. Und dann wird auch noch jedes Feld gewertet. Ich hatte ja schon vorhin gerade erklärt, die einzelnen Plättchen, das ist ein Beet. Und ein Feld ist immer eine zusammenhängende Gruppe aus einem oder mehreren gleichartigen Beeten. Das heißt, das hier ist ein Feld aus zwei Beeten Tiefwurz. Und da gibt es eine Tabelle, je nachdem, wie groß das ist. Das sieht man hier, wie die Feldgröße, also wie viele Beete, gleichartige Beete in dem Feld drin sind, bekommt man am Spielende dann nochmal Punkte. Da werden für den ersten und für den zweiten Platz verteilt. Und wichtig ist dabei, es kommt nicht auf die Anzahl der Feen an, die ich dann in diesem Feld habe, sondern es kommt auf die Anzahl der Beete an, die ich in diesem Feld kontrolliere. Bei einem Gleichstand würde dieser Gleichstand aufgelöst werden, dass der Spieler, der auf dem niedrigsten Beet seine Fee hat, hier oben ist aber eine Zahl drauf, also auf dem niedrigsten Beet mit der niedrigsten Zahl, bei Gleichstand würde der dann letztendlich den Gleichstand für sich auflösen. Wenn man weder vom ersten noch vom zweiten Platz partizipiert hat, aber mindestens in dem Feld eine Fee drin hat, bekommt man immerhin dann noch einen Punkt, beziehungsweise einen Edelstein, oder es ist ja ein Punkt nachher am Spielende. Ja, und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Und bei Gleichstand würde man gucken, welcher von diesen am Gleichstand beteiligten Spieler noch die meisten Feen im Garten hat. Gibt es auch dort einen Gleichstand, dann teilen sich diese Spieler den Sieg. Genau, dann drehe ich das hier mal wieder um. Das war ja meins hier. Und ich würde mal sagen, dann erklären wir euch alles Weitere im Spielverlauf. Das heißt, ich würde jetzt hier mein erstes Beet mal anlegen. Und ich mache das jetzt mal so, ich lege das mal hier an. So, dann kommt da mein Zauberer drauf. Jetzt schaue ich erstmal, ob diese Pflanzenart mir eine freie Fee bringt. Bringt sie mir, das ist der Tiefwurz, das heißt, ich darf da jetzt sofort eine 4 einsetzen. Und jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich sprießen lasse, also ob ich die Sprosskraft des Feldes nutze, wo der Zauberer draufsteht. Oder ob ich wachsen lasse, dann hätte ich das Plättchen aber wahrscheinlich irgendwie ein bisschen sinnvoller hingelegt, weil durchs Wachsen lassen werden ja alle Plättchen oder alle Beete, die den Zauberer umgeben, aktiviert, deren Wachstumskraft. Von daher, ich mache jetzt Sprießen. Und Sprießen beim Tiefwurz bedeutet jetzt, füge zwei verschiedenen Beeten, die beide in gerader Linie zum Zauberer liegen, zwei Feen und dann eine Fee hinzu. Beide Beete dürfen in derselben Linie sein. Das heißt, ich darf es erstmal in gerader Linie einen Beet, zwei Feen hinzufügen und dann darf ich nochmal einem Beet eine Fee hinzufügen. So, das war schon mein Zug, das heißt, den Zauberer gebe ich an Christian weiter. Ich darf jetzt noch wieder nachziehen, dass ich wieder zwei Plättchen dann habe. Wie gesagt, hätte ich jetzt nochmal so ein Tiefwurz gezogen, also hätte ich jetzt hier zwei gleiche Beete bzw. Pflanzenplättchen vor mir ausliegen, dann darf ich mit der Pflanzenschule tauschen. Also die Pflanzenschule ist dafür da, wenn man gleiche Plättchen oder zwei gleiche Plättchen nach dem Ziehen hat, dass man ein bisschen Varianz dann hat. Das war schon mein Zug und Christian ist dran. Dann gehe ich einmal hier rein. So, das ist einmal das Honigblatt. Da wird keiner direkt keine Fee sofort platziert. Das keine den Effekt hat es nicht. Genau. Ich nutze die Sprosskraft, genau wie Michaela, also das auf der linken Seite auf meiner Tabelle. Und da steht dann drauf, füge jedem Beet neben dem Zauberer, das ein oder weniger Feen hat, zwei Feen hinzu. Oh, böse. Hier ist keiner, da packe ich zwei drauf. Hier ist eine, gehe ich mit zwei rein und auf einem Beet darf ja niemals mehr als eine Farbe sein von einem Spieler. Das heißt, die beiden egalisieren sich, Michaela kriegt ihren einen zurück, ich meinen und damit habe ich die Kontrolle über dieses Feld super übernommen. Und genau das gleiche machen wir hier, mit zwei rein, die beiden heben sich auf und dann passt das doch schon mal ganz gut. Genau, also wichtig ist, auf einem Beet dürfen niemals Feen von mehr als einem Spieler sein. Wenn man einem Beet eine Fee hinzufügt und auf dem Beet bereits eine gegnerische Fee ist, verscheucht man stattdessen erstmal die gegnerische Fee. Das ist praktisch wie so ein Battle 1 gegen 1. Wenn man einen einsetzt, dann kann man die eigene Fee auch nicht einsetzen, sondern man verscheucht erstmal die gegnerische Fee. Man dürfte aber seine eigene auch nicht einsetzen. Christian durfte jetzt aber zwei einsetzen, deswegen darf er die zweite einsetzen. Das gleiche würde auch
auch gelten, wenn man eine Fee, wenn ich jetzt von hier kommen würde und ich würde meine Fee auf ein Feld bewegen dürfen, wo schon eine gegnerische ist, auch dann, die würden sich gegenseitig egalisieren, weil ja niemals zwei Feen von mehr als einem Spieler auf einem Feld sein dürften, dann würde ich jetzt meine zurück in den Vorrat nehmen und Christian seine. Also wenn eine Fee verscheucht wird, dann kommt die immer wieder in den eigenen Vorrat dann zurück. Wenn man ja später im Spielverlauf mal eine Fee irgendwo einsetzen soll, aber schon alle Feen hier irgendwie auf Beeten verteilt sind, dann muss man eine Fee von einem beliebigen Beet nehmen, das dem Vorrat hinzufügen und dann letztendlich da einsetzen, wo man es einsetzen musste. Man muss übrigens nicht jedes Beet, was man aktivieren kann, muss man nicht aktivieren, aber wenn man es aktiviert, muss man es auch möglichst vollständig aktivieren. Ich habe schon mal einen nachgezogen und dann bekommt Michaela den Zauberer. Da bin ich schon wieder dran. Ich war gerade hier. Ich dachte, das wäre meine Auslage. Aber nein, das ist nicht meine Auslage. Das war jetzt aber schon wieder nicht nett gespielt von dir. Okay, dann müssen wir ja einmal ganz kurz gucken. Dann gehen wir doch einmal hier hin. Ich mache nochmal wieder den Tiefwurz und ich mache nochmal wieder das. Genau, jetzt kommt erstmal mein Zauberer drauf. Und beim Tiefwurz bekomme ich ja auch sofort wieder eine freie Fee. Und ich mache jetzt nochmal wieder die Sprosskraft, füge zwei verschiedenen Beeten, die beide in gerader Linie zum Zauberer liegen, zwei Feen und dann eine Fee hinzu. Beide Beete dürfen in derselben geraden Linie liegen. So, dann machen wir doch mal, hier füge ich zwei Feen hinzu. Das heißt, eins gegen eins egalisiert sich erstmal, die andere darf ich einsetzen. Und dann füge ich nochmal eine Fee hinzu und die mache ich dann da. So, dann bekommst du den Zauberer und ich darf nachziehen. Hat dich das jetzt überrascht, dass ich dich da nicht weggehauen habe? Ja, das hat mich überrascht, ja. Das hat dich überrascht? Na, wir sind ja noch nicht am Ende vom Spiel, ne? Also von daher, es kann ja noch was passieren. Oder? Dann gehen wir doch einfach mal hier rein. Ich nehme mal den Schnapper. Der Schnapper, da darf man hier. Genau. Auch einen reinsetzen, das mache ich dann. Und ich nutze hier, was nutze ich denn da? Wachsen oder sprießen? Das ist jetzt die Frage. Wachsen, sprießen. Ich mache einfach nochmal die Sprosskraft. Fange eine gegnerische Fee von einem beliebigen Beet in einem Feld neben dem Zauberer. Na, du bist aber sehr nett. Gefangen, wohlgemerkt, nicht verscheuchen. Also ich bekomme den wirklich rein und dann darf ich selber einen da einsetzen. Füge dann einem Beet in dem Feld. Wie gesagt, Beet ist jedes einzelne Plättchen und Feld ist eine zusammenhängende Gruppe gleicher Beete. Oder auch ein Beet ist auch schon ein kleines Feld. Na, das war jetzt aber schon wieder nicht nett von dir. Aber es ist ja Michaela so muss den dann nämlich nachher bei Spielende teuer von mir zurückkaufen. Ja. Teuer. Ach, weißt du was? Ich mach mal hier, ich lege mal das Honigblatt hier an. Lecker. Honigblatt. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Ist das schon eine Engstelle? Ich darf da gar nicht rein, ne? Das darf ich gar nicht. Weil es gibt nämlich hier noch die Regel, wenn man ein Beet anlegt, darf man keine Engstelle passieren. So, und eine Engstelle oder passt nicht? Ich glaube, da passt noch einer dazwischen, ne? Ja. Eine Engstelle wäre tatsächlich erst, wenn wir fünf Beete hätten, ne? Also genau. Wenn das so wäre, dann wäre das hier nämlich eine Engstelle, dann dürfte man hier kein Plättchen mehr reinlegen. Noch ist es aber keine Engstelle, die ich hier passiere. Von daher kann ich hier dieses Plättchen da noch reinlegen. Reinquetschen. Da kommt erstmal mein Zauberer drauf. Ist das Honigblatt. Ich bekomme keine freie Fee. Und ich aktiviere jetzt mal die Wachstumskraft. Und bei der Wachstumskraft ist es ja so, dass ich dann alle Beete oder beziehungsweise die Wachstumskraft jedes Beetes, das das Beet des Zauberers umgibt, aktiviere. Das heißt, ich aktiviere diese vier Beete und davon jeweils die Wachstumskraft. Und dafür gibt es eine vorgegebene Reihenfolge. Diese Pflanzenkarten liegen ja hier aus, von morgens, mittags und abends. Und jetzt muss ich halt gucken, in dieser Reihenfolge von oben nach unten darf ich jetzt die Wachstumskraft aktivieren. Das heißt, ich muss zunächst mit dem Tiefwurz anfangen. Und dort ist die Wachstumskraft, füge einem Beet, das in gerader Linie zum Zauberer liegt, eine Fee hinzu. Das heißt, ein Beet, was hier in gerader Linie liegt, dann mache ich mal das hier. So, dann haben wir das ja schon aktiviert. Das heißt, als nächstes kommt jetzt hier das Honigblatt. Beim Honigblatt ist die Wachstumskraft. Füge jedem Beet neben dem Zauberer, das eine oder weniger Feen hat, eine Fee hinzu. Eine Fee, die egalisiert sich. Noch eine Fee, die egalisiert sich. Die kommen weg. So, das war der gelbe.
Dann kommt als nächstes das Glutholz. Beim Glutholz ist es so, füge einem Beet neben dem wachsenden Glutholz zwei Edelsteine hinzu. Das heißt, das ist das wachsende Glutholz. Einem Beet neben dem wachsenden Glutholz darf ich jetzt zwei Edelsteine, nicht Feen, hinzufügen. Das heißt, ich nehme mir mal das hier und ich lege die zwei Edelsteine mal zu diesem Feld. Okay, und dann habe ich als letztes ja noch, habe ich hier noch den Schnapper, der noch aktiviert wird. Oh, das ist aber jetzt schade. Der Schnapper hat als Wachstumsfähigkeit, fange eine einzelne gegnerische Fee von einem Beet neben dem wachsenden Schnapper. Oh, doch nicht schade. Wo ist das Problem? Ich kann ihn ja fangen. Sehr schön. So, damit habe ich jetzt alle vier Beete in dieser Reihenfolge von oben nach unten aktiviert. Und das war mein Zug. Das heißt, ich darf jetzt auch wieder ein Beet nachziehen. Ah, und jetzt habe ich hier halt zwei gleiche Beete. Und jetzt überlege ich tatsächlich, ob ich nicht nochmal das mache. Ich tausche, weil ich zwei gleiche Beete habe, darf ich hier mit der Pflanzenschule tauschen. Und tausche einmal das und Christian ist dran. Na, du spielst ja wieder aggressiv. Dann gehe ich Ach, einmal hier rein. Von wem habe ich das so gelernt? Learning from the best. Honigblatt gibt keine freie Fee. So, und ich mache auch die Wachstumskraft. Das heißt, ich nutze die Felder, die Beete, die drumherum sind. Das heißt, ich fange erstmal hier mit an. Genau. Bei dem ist es so, füge ein Beet, das in gerader Linie zum Zauberer liegt, eine Fee hinzu. Hier ist der Zauberer. Gerade Linie wäre also einmal so. Da ist nichts. Der wäre auch in der geraden Linie, aber ich könnte ihm jetzt nicht so diagonal durchmarschieren. Ich mache das einmal hier und gehe einmal da drauf. Ganz kurz, hier hat Christian dieser zwei gleichartige Beete. Das heißt, er kann ja zweimal den Tiefwurz aktivieren. Da darf er es dann auch in beliebiger Reihenfolge dann genau, machen. Jetzt nutze ich den ein zweites Mal, auch wieder gerade Linie. Und da... Also füge wieder ein Beet, das neben dem Zauberer liegt. Füge ein Beet, das in gerader Linie zum Zauberer liegt, eine Fee hinzu. Gehe ich auch da rein. Mhm. Und dann habe ich noch den gelben, das Honigblatt. Und da füge jedem Beet neben dem Zauberer, das ein oder weniger Feen hat, eine Fee hinzu. Na. Und das war es ja schon wieder. Dann darfst du schon wieder nachziehen. So hast du dir das also vorgestellt. So, ich mache mal hier den Schnapper. Warum wollte ich eigentlich den Schnapper? Den wollte ich, glaube ich, gar nicht. Zu spät. Ich wollte eigentlich gerne... Obwohl, wir können mal den Schnapper machen. Eigentlich ist es ganz lustig. Ich mache mal den Schnapper hier hin. So. Und dann kommt da ja erstmal meiner drauf. Der Schnapper bekommt auch eine freie Fee. Und da mache ich jetzt mal das Sprießen. Und beim Sprießen ist es so, fange eine gegnerische Fee von einem beliebigen Beet in einem Feld neben dem Zauberer. Das ist jetzt zum Beispiel ein Feld, das besteht aus zwei gleichartigen Beeten, nämlich aus zwei Honigblatt. Also fange eine gegnerische Fee von einem beliebigen Beet in einem Feld neben dem Zauberer. Zack, die fangen wir mal, die Fee. Füge dann einem Beet in dem Feld eine Fee hinzu und dann... Fügen wir doch mal da eine Fee hinzu. So, dann kriege ich schon wieder meinen Zauberer zurück. Da wieder nachziehen. Und, du bist aber schnell. Oh, ich habe schon wieder zwei gleiche. Moment, ich darf noch mal einmal ganz kurz auswechseln. Wobei ich noch gar nicht weiß, ob ich das mache. Nö, ich behalte das mal. So, einmal so. Zack. Darf ich einen einsetzen? Eine freie Fee. Und dann nutze ich halt eben die Sprosskraft. Oh. Füge ein Beet neben dem Zauberer eine Fee und fünf Edelsteine hinzu. Krass. Das heißt, hier einmal eine Fee und einmal hier fünf Edelsteine. Fünf Edelsteine. Na, machst du schon wieder auf Eigensammlung. Du hast doch die ganzen grünen da jetzt. Ja, bist neidisch, ne? Total. So, ich lege mal meins hier rüber, damit ich hier gleich weiter bauen kann, weil ich möchte nämlich ganz gerne hier anlegen. Da kommt erstmal auch der Zauberer drauf. Ich bekomme eine freie Fee, das ist ein Glutholz. Und ich mache hier auch die Sprosskraft, füge einem Beet neben dem Zauberer eine Fee und fünf Edelsteine. Du bist so eine Nachmacherin, das ist ja schlimm. Ja, learning from the best, ne? Man muss ja ein bisschen hier so, zack, und dann darf ich auch wieder einen nachziehen. Und du bist dran. Zack. Zack, da kommt keiner drauf, ist ein Honigblatt. Honigblatt, Sprosskraft, füge jedem Beet, das neben dem Zauberer ist, mit ein oder weniger Feen, zwei Feen hinzu. Das heißt, ich gehe hier mit zwei rein, die egalisieren sich. Die werden aber verscheucht, nicht gefangen. Ich gehe wieder mit zwei rein, die heben sich auf. Und hier ist einer, dann darf ich da zwei reinsetzen.
Zack. Na, das hast du dir ja gut überlegt. Das ist ja mal ein bisschen zusammenschieben, ne? Das Beet oder das Feld geht da schon so auseinander. Das war jetzt, und du sagst zu mir, ich spiele aggressiv. Total, das ist ekelhaft, echt. Aha, wer spielt hier wo aggressiv? Zieh mir das mal. Okay. Dann müssen wir doch einmal ganz kurz gucken, wo ich hingehe. Ich gehe mal hier hin. Da kommt ein Zauberer drauf und der Schnapper bringt mir eine freie Fee. Und ich mache jetzt die Wachstumseigenschaft. Das heißt, die beiden den Zauberer umgebenden Beete werden jetzt aktiviert und werden jeweils wachsen, wieder in dieser Reihenfolge. Das heißt, zuerst der Tiefwurz. Füge einem Beet, das in gerader Linie zum Zauberer liegt, eine Fee hinzu. Das heißt, so in dieser Linie kann ich eine Fee hinzufügen oder zum Beispiel auch hier. Ich setze mal da eine Fee ein. Und dann habe ich ja einmal den Tiefwurz aktiviert oder wachsen lassen. Dann kommt noch der Schnapper. Der Schnapper hat beim Wachsen, fange eine einzelne gegnerische Fee von einem Beet neben dem wachsenden Schnapper. Und da fangen wir doch mal diese Fee hier ein. Genau, weil das ist ja der wachsende Schnapper und von einem Beet neben dem wachsenden Schnapper habe ich eine Fee eingefangen. So, dann ziehe ich erstmal wieder nach und dann darf Christian schon wieder. Guti, weiter geht's. Einmal da, einmal, hoppala. Da musstest so, du jetzt hin, ne? Zack, darf ich eine einsetzen und ich nutze jetzt auch die Wachstumskraft. Das heißt, ich nehme die Felder drumherum, fangen wir oben rum mal an. Das heißt, der ist nicht dabei, der ist nicht dabei, der ist das dabei. Das Glutholz. Füge einem Beet neben dem wachsenden Glutholz zwei Edelsteine hinzu. Also einem Beet neben dem wachsenden Glutholz. Also da oder da? Genau. Nee, da nicht. Ich nehme einfach mal das Ding. Ja. So, dann geht's weiter. Das ist nämlich das Glutholz, das wächst, also neben dem. Schnappe, fange ein einzelne gegnerische Fee von einem Beet neben dem wachsenden Schnapper. Streithahn. Okay, und dann kommt noch hier genau. Füge die Flugbohne. Der wachsenden Flugbohne eine Fee hinzu. Mhm, das kriegen wir schon mal. Die wächst, genau. So, wähle ein ungebundenes Beet, nicht mit dem Zauberer oder neben ihm. Bewege das Beet und alles darauf an eine beliebige Stelle, nicht neben dem Zauberer. So wichtig ist jetzt, was bedeutet ungebunden? Ein Beet wird ungebunden, wenn man es vom Garten wegschieben könnte, ohne dass das Beet eine Engstelle passiert. Und wenn durch das Entfernen des Beetes der Garten nicht in mehr als ein Stück unterteilen würde, also wenn wir den Garten dadurch nicht in zwei Stücke zerteilen würden, dann ist das Beet ungebunden. Und eine Engstelle passieren hätten wir, haben wir da irgendwo ein Beispiel für, wo wir eine Engstelle hätten? Momentan nicht. Momentan nicht. Müssen wir es ja nochmal zeigen. Ich kann euch das vielleicht einmal so hier zeigen, wenn wir diese Beete jetzt so hätten. Jetzt bin ich zu blöd, die zusammenzulegen hier so. Und so und so. Und wenn jetzt hier in der Mitte noch ein Beet liegen würde, das dürfte man halt nicht entfernen, weil es hier diese Engstelle passieren müsste. Und das würde nicht funktionieren. So, okay. Gut, dann verschieben wir das doch mal. Guten Tag. Wer spielt aggressiv? Das ist nicht aggressiv. Habe ich dir was weggenommen? Nein, natürlich hast du mir was weggenommen. Also, und das ist nicht aggressiv. Ich habe nicht aggressiv gespielt. Wo war das also, denn jetzt aggressiv? Also, hier. Das gar war ein Zweierfeld. Das war total nichts. Aggressiv. Das war ihr habt das alle nichts. Gesehen. Das war total aggressiv, war das. Okay, dann bin ich ja dran. Nachdem du das so nett gemacht hast. Ich habe da gerade eine Lücke gemacht. Das hatte einen Grund. Da sollte noch mehr an Lücken rein. Ach so, ja. Das ist mir doch egal. So, ich lege ein Glutholz an, bringt eine freie Fee. Das heißt, ich darf da einen drauflegen. Und dann machen wir doch mal die Sprießkraft des Glutholzes. Füge einem Beet neben dem Zauberer eine Fee und fünf Edelsteine hinzu. Zack. Und ich darf wieder eins nachziehen. Und du darfst, so du denn möchtest. Ich gehe einfach mal dahin. Dann nehme ich mir den und dann packen wir erstmal das ein von mir natürlich da drauf. Zack. Ja, kannst auch ein von mir draufpacken. Und dann machen wir mal die Sprosskraft. Die Sprosskraft besagt bei dem Tiefwurz,
Füge zwei verschiedenen Beeten, die beide in gerader Linie zum Zauberer sind, zwei Feen und dann eine Fee hinzu. Ich füge dem hier zwei Feen hinzu, das heißt, meine zwei gehen raus und bei Michaela gehen auch zwei raus. Was bist du denn für ein Streithein? Das habe ich noch nie so aggressiv gespielt. Nee. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren und dann gehe ich mit dem Einer gehe ich da rein. So wolltest du das jetzt also machen. Du darfst noch mal nachziehen. Also das ist jetzt aber, was soll denn der Mist jetzt? Den habe ich überhaupt nicht verstanden. Da geht noch was. Da geht noch was. Das meinst du wohl so. Na. Okay, ich mache mal hier die Flugbohne. Mit der Flugbohne kann man ja auch lustige Sachen machen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz überlegen, wo ich das denn anlege. Ich lege die mal... Lege ich die da hin oder lege ich die da hin? Ach, wir könnten sie auch hier hinlegen, ne? Obwohl, nee, möchte ich gar nicht. Ich lege sie mal hier hin. Oder nö, ich lege sie hier hin. Ja, warte noch. Da lege ich sie hin. Wo ist der Zauberer? Da hin. Flugbohne bringt mir eine freie Biene, hätte ich fast gesagt. Eine freie Fee. So, und jetzt mache ich Sprießen. Bewege ein beliebiges, ungebundenes Beet, außer das mit dem Zauberer, an eine beliebige Stelle. Wir nehmen mal dieses ungebundene Beet, bewegen das mal an eine beliebige Stelle, verscheuche alle gegnerische Feen von dem bewegten Beet und erhalte ein Edelstein pro verscheuchter Fee. So, das ist doch schon mal ganz nett das, gewesen. Ich bin aggressiv. Ne? Ja, du hast gerade mein Fünfer hast du angegriffen und das trage ich dir jetzt doch sehr nach, dass du mein Fünfer Beete angegriffen hast, sozusagen. Das ist nicht kleinlich, das ist, ne? Also von daher, man muss ein bisschen aufpassen, wo man bleibt. Ich kann das auch. Ich gehe einfach mal hier rein. Zack, da kommt der drauf. Was machst du jetzt? Du machst also Sprießen. Bewege ein beliebiges, ungebundenes Beet. Boot wollte ich gerade sagen. An eine beliebige Stelle verscheuche alle gegnerische Feen von dem bewegten Beet. Erhalte einen Edelstein. Na. Und wer spielt das aggressiv? Du hast damit angefangen. Ich habe Ihr habt es alle gesehen. Keiner hat das angefangen. So, ich gehe mal hier. So, da kommt mein Zauberer drauf. Honigblatt darf ich keine freie Fee draufsetzen. Und ich mache Sprießen. Füge jedem Beet neben dem Zauberer, das eine oder weniger Feen hat, zwei Feen hinzu. Das heißt, da kommen zwei drauf und da kommen zwei drauf. Zack. So schnell geht das. Und ich ziehe ein Plättchen aus dem Sack. Und du bist dran. Noch eine Flugbohne. Oh, ich hab da noch eine. Was machst du denn jetzt? Ich nutze ganz normal die Sprosskraft. Bewege ein beliebiges, ungebundenes Beet an eine beliebige Stelle, verscheuche alle Feen. Ja, und nimm dir die Punkte dafür. Da sollst du dran ersticken. So, und jetzt greifst du den Sack und sagst, und Warschau. Letzte. Oh, noch eine Flugbohne, na super. Da geht was. Da geht noch was. Das heißt, der Sack ist jetzt leer. Das heißt, jetzt ist die letzte Runde eingeläutet. Jeder ist jetzt noch einmal dran und darf noch eins seiner beiden Plättchen platzieren. Und das muss jetzt wirklich gut überlegt sein, was man da macht. So, ich nehme mal hier meinen Tiefenwurz. Der kommt mal hier hin. Und da mache ich mal die Sprießkraft. Füge zwei verschiedenen Beeten, die in gerader Linie, Entschuldigung, ich muss erstmal den Zauberer nehmen und dann kommt da selbstverständlich erstmal noch eine freie Fee drauf. Füge zwei verschiedenen Beeten, die in beide in gerader Linie zum Zauberer liegen, zwei Feen und dann eine Fee hinzu. Also hier kommt mal zwei Feen drauf und dann machen wir hier doch nochmal, machen wir da oder da eine Fee drauf. Aber weißt du was, wir können auch das hier egalisieren, ne? So und so. Zack. Und das war mein letzter Zug und ich bin fertig. Ach so, und jetzt vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich habe jetzt ja meinen letzten Spielzug gemacht. So, und wenn ich jetzt meinen letzten Spielzug gemacht habe und Christian jetzt noch eine Fee von mir verscheuchen würde, dann würde ich zwei Edelsteine für jede Fee bekommen, die nach meinem letzten Zug jetzt verscheucht werden. Also von daher, wenn Christian jetzt Feen von mir verscheucht, bringt mir das pro Fee zwei Punkte. Jo, dann lass uns das hier mal beenden. Das kostet ja deine blöden Flugbohne.
Kommt eine freie Fee drauf. Und was machst du, sprießen oder wachsen? Ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt mal, wir machen Wachstum. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, von daher ist wurscht. So wachsen. Das heißt, das hast Tiefwurz. du gelegt. Alle die hier werden aktiviert, die um den Zauber herum sind. Das heißt, wir haben zuerst den Tiefwurz. Genau, füge ein Beet, das in gerader Linie zum Zauberer liegt, eine Fee hinzu. Das mach doch mal. Du musst Streit machen, ne? Hey, die wird verscheucht, die wird Ja, nicht ich habe da gefangen nur genommen. egalisiert, Ja, bleib ja, locker, haben ja, wir, ja, zack, ja, ja. weiter. So, das war der Tiefwurz, das ist also das Plättchen. Als Genau. nächstes kommt einmal das Ah, Honigblatt. füge jedem Beet neben dem Zauberer ein oder weniger Feen hat, eine oder weniger Feen hat. Ah, ja, okay. Das heißt also den. Füge jedem Beet neben dem Zauberer das ein oder weniger hat eine Fee hinzu. Okay. Okay, mehr Beete kannst du jetzt ja nicht machen, weil da nicht ein oder weniger Feen drauf sind. Dann aktivierst du das jetzt ja dann nochmal. Genau. Genau, Hast du der einen aktiviert dann zweiten? den, war nur einer drinne. Genau. Und dann haben wir noch Die einmal. Flugbohne, die du noch aktivieren und wachsen lassen kannst. Füge der wachsenden Flugbohne erstmal eine Fee hinzu. Das heißt, du packst da erstmal eine Fee drauf auf die wachsende Flugbohne. Und dann wählst du ein ungebundenes Beet nicht neben dem Zauberer, also nicht mit Zauberer oder neben ihm, und bewegst das Beet und alles drauf an eine beliebige Stelle. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du da dann wohl tun Naja, hat wirst. nicht so funktioniert, wie ich das hätte haben wollen tun. Ich nehme einfach mal den und pack den mal. Darfst du nicht, das darf nicht neben dem Zauberer sein, oder? Bei Warte dem ganz Ding? kurz. Bewege Doch. das Beet an eine beliebige Stelle nicht neben den Ja, okay, Zauberer. dann Das gehen wir darfst du dann eben nicht. Wir wollen dahin. ja regelkonform Ja, bleiben, geht ne? auch so. Zack. Gut, dann gehen wir jetzt zur Endwertung über. Und Als versuchen dabei nicht zu schummeln. erstes guckt man sich die Edelsteine an, die man im Laufe des Spiels erhalten hat. Ich habe drei. Ich habe vier. Weil hier auf der Rückseite ist nichts drauf. Das ist ein Einer. Nur mal so. Ja. So, dann einige Pflanzkarten bringen was für die Entwertung. Es steht ja aber mal genau drauf, wann sie dran sind. Wir haben nämlich hier einmal den Schnapper, gefangene Feen, also für die Entwertung seht ihr, es ist so ein rotes Kästchen dann auf der jeweiligen Pflanzkarte. Gefangene Fee, behalte sie bei deinem Feenvorrat. Spielende nach der Wertung der Felder musst du eigene gefangene Feen von anderen Spielern für die Kosten von einem Edelstein pro Fee zurückkaufen, aber erst nach der Wertung der Felder passiert das. Die Flugbohne hat auch noch eine Spielendwertung hier. Vor der Wertung, das ist vor der Wertung der Felder, erhält jedes Flugbohnenbeet Punkte für den Spieler, der es kontrolliert. Ein Punkt pro Pflanzenart inklusive der Flugbohne neben dem gewerteten Beet. Oh, das ist aber, da habe ich überhaupt nicht drauf aufgepasst diesmal. Okay, aber das ist dann ja erst vor der Wertung der Felder. Als nächstes kommt erstmal, nimm die Edelsteine von jedem Beet, wo man Feen drauf hat. Das heißt, hier habe ich Feen drauf, hier sind Edelsteine drauf, da bekomme ich nochmal 12 Punkte für. Da kriege ich nur 7. So, und jetzt würde die Felderwertung kommen. Und wir haben ja hier gerade gesehen, vor Wertung der Felder erhält jedes Flugbohnenbeet Punkte für den Spieler, der es kontrolliert. Man kontrolliert immer ein Beet, wenn man eine Fee auf dem Beet hat, also mindestens eine Fee drauf hat. Und jetzt bekommt er halt einen Punkt pro Pflanzenart inklusive Flugbohne neben dem gewerteten So, Beet. das heißt, Michaela ist einmal hier, hat eine Pflanzenart drumherum, kriegt also einen Siegpunkt. Genau. Einmal den hier gemessen, der hat einmal den, das sind 2 Punkte. Der hier, der hat den und den, sind 3 Punkte. Der hier, der hat den und den, sind 3 Punkte. Der hier, der hat den und den, Den sind hast du drei. doch gerade schon gewertet. Ja, Drei haben okay, wir dann schon nehmen wir den, gewertet. der hat den Nee, und den den. haben wir schon gewertet. Den Einmal, okay, musst du dann machen wir noch. den, der Nein. ist noch drei. Okay, dann der letzte hier, Wie der war das hat mit dem den, Schummeln? den. Den und Nochmal den, aber das drei. sind halt eben auch nur 3 an der Stelle. Gut, das war dann die Flugbohne. Jetzt würden ja die Felder eigentlich kommen und hier die Gefangenenfeen kommen ja erst nach der Wertung der Felder. Von daher kommen jetzt tatsächlich dann die Felder. Und da haben wir hier, da ist so eine Feld, ich sag mal so eine Wertungstabelle drauf. Wie gesagt, ein Feld ist immer eine Gruppe von Beeten der gleichen Art. Auch ein Feld ist schon, ein Beet ist schon ein Feld quasi. Und jetzt werten wir die Beete. Wo wollen wir anfangen? Wir können Beziehungsweise ja die da anfangen. Felder. Hier, das ist halt eben Michaela mit einem drinne. Einer heißt ein Punkt für Genau, ein Michaela. Beet, da bekomme ich dann einen Punkt für. So, dann können wir den von mir zum Beispiel machen. Da kriege ich einen Punkt für. Genau. Hier ist Michaela wieder vertreten, kriegt einen Punkt. Genau. Das geht also nach der Größe des Genau. Feldes Dann machen letztendlich. Je wir. mehr Beete in dem Feld drin sind, umso mehr Punkte gibt das.
Das hier sind zwei. Michaela ist als einzige da drinne, bekommt sie also drei Punkte. Punkte dafür. Genau, ein Zweierbeet, erster Platz, 3 Punkte. So, dann haben wir hier ein Dreierfeld insgesamt. Und da ist es jetzt so, Michaela ist drinne, ich bin drinne. Die Anzahl an Feen ist vollkommen egal. Wichtig ist, wer hier die meisten Felder kontrolliert oder die meisten Beete kontrolliert, hat jeder von uns ein. Und da ist dann ausschlaggebend, wer die niedrigere Zahl kontrolliert. Das bin ich. Ich habe hier eine 1, Michaela hat eine 4. Das heißt, ich gewinne hier. Bei 3 Stück sind das einmal 5 Punkte für mich. Michaela kriegt trotzdem noch einen Bonus von 2 an der genau, Stelle. Genau, ich bekomme den zweiten Platz dann. Also ihr habt ja gesehen, es geht nicht um die Anzahl der Feen, sondern um die Anzahl der Beete in dem Feld, die man dann kontrolliert. Genau, also hier ist ein Viererfeld. Michaela ist drin, mit einem drin, ich auch. Das heißt, bei ihr die Zahl ist eine 1, ich habe eine 6. Sie gewinnt also, bekommt sie 7 Punkte und ich bekomme 3 Punkte. Genau, weil für ein Viererbeet gibt es für den ersten Platz 7 Punkte und für den zweiten Platz 3 Punkte. Alle anderen, die mindestens noch mit einem vertreten wären, würden immer noch 1 Punkt bekommen, wenn sie nicht am ersten oder zweiten Platz teilgenommen hätten. Dann haben wir hier noch ein Viererfeld. Michaela ist zweimal vertreten, ich einmal, bekommt sie also auch nochmal 7 und ich bekomme 3. Genau, weil ich habe da mehr Beete kontrolliert in dem Feld. So, hier in der Mitte kriege ich einmal ein, weil das ein Einerfeld ist. Oder was, aber ziemlich stark vertreten. Hier, ne? Ein Viererfeld, wo ich komplett alleine bin, bekomme ich 7 Punkte, Michaela kriegt gar nichts. Mhm. Und dann haben wir hier noch ein Zweierfeld. Michaela ist einmal drin, ich bin einmal drin. Ich habe die niedrigere Zahl, bekomme also entsprechend 3 Punkte. Michaela bekommt 1 Punkt. Genau. So, und jetzt haben wir die Feldwertung gemacht. Und jetzt kommt noch der Schnapper hier. Nach der Wertung der Felder musst du deine eigenen gefangenen Feen von anderen Spielern für die Kosten von einem Edelstein pro Fee zurückkaufen. Das heißt, ich muss Christian 2 Edelsteine geben, um meine zurückzukaufen. Und Christian muss mir 3 Edelsteine geben. So, und dann haben wir einen Endstand. Michaela hat fette 39 Punkte gemacht. Ich einen Ticken mehr, ich habe 44. Aber und schöne damit Fette. Gewonnen. Genau, weil im Abschluss der Wertung gewinnt dann halt der Spieler mit den meisten Edelsteinen. Wenn man einen Gleichstand hätte, würde der Spieler gewinnen, der insgesamt mehr Feen im Garten hat. Von daher sollte man die Feen eigentlich nicht abräumen. Man soll die Plättchen eigentlich zur Seite schieben. Wir machen es aber ganz gerne so. Wenn es danach immer noch einen Gleichstand gäbe, also wenn wer mehr Feen hat, wenn auch noch alle gleich viele Feen im Garten haben, von denen am Gleichstand Beteiligten, dann teilt man sich einfach den Sieg. Genau, und wir hatten ja schon gesagt, es gibt halt zu jeder Pflanze auch noch alternative Pflanzen, die machen das Spiel einfach noch ein bisschen abwechslungsreicher, die sind einfach ein bisschen komplexer. Und man kann natürlich nicht beide Pflanzenarten in dem gleichen Spiel nutzen, das heißt, wir könnten jetzt nicht den Breitwurz und den Tiefwurz nutzen zusammen, das geht natürlich nicht, weil die ja beide die gleiche Plättchenart dann brauchen. Ja, so spielt sich Power Plants und dann würde ich mal sagen, können wir mal zu unserem Fazit kommen. Möchtest du anfangen? Oh, Chris, soll ich wirklich anfangen? Ich weiß nicht. Ich fange mal an. Also ich habe bei dem Spiel was komplett anderes erwartet. Und zwar wegen der Illustration vorne drauf war ich irgendwo so Audrey 2, also Little Shop of Horrors, wer den Film kennt. Das Original in Schwarz-Weiß mit Jack Nicholson ist sehr zu empfehlen. Aber das Musical ist auch in Ordnung, von daher alles gut. War ich irgendwo so in dieser Geschichte drin und dann, als das dann eben wirklich rausgepackt wurde, Plättchen-Legespiel schlussendlich, Mehrheiten, Effekte von diesen Plättchen, war ich ein bisschen nicht so freudig überrascht, sage ich einfach mal. Ich war überrascht, ich hatte so. Dachtest du, kommt jetzt eine fleischfressende Pflanze? Irgendwas so in dem Stil und wir müssen die füttern oder wir müssen, keine Ahnung, selber dafür sorgen, dass wir fliegen. Ist ja auch vollkommen egal. Nein, also ist halt eben wirklich, eigentlich ist es ein abstraktes Plättchen-Legespiel und das hat echt seine Schwächen. Also Schwäche Nummer 1, das Spiel ist ab 8 Jahre. Laut Anleitung. Laut Verpackung. Und nee, also mit 8 wird das nichts. Also es ist zwar oft in der Anleitung auf der letzten Seite noch ein vereinfachtes System dabei, aber selbst das kriegt ein 8-Jähriger, eine 8-Jährige, ich weiß nicht, wie man das gendermäßig richtig ausspricht, hin. Nein, geht nicht. Dann gibt es halt eben so diese Geschichte mit der Optik. Also wir haben jetzt eben gerade dieses Plättchen gehabt und es gibt eben auch dieses. Das sind zwei verschiedene. Man glaubt es nicht, ist aber wirklich so. Und das ist so ein Ding, warum muss das so auf Kante genäht sein? Also warum müssen die Farben so nah beieinander sein, dass man da bei einer etwas schlechteren Beleuchtung echt so überlegt, so verdammt, was ist das? Dann Spielfluss, also Downtime definitiv ja. Und gefühlt auch je mehr Leute am Tisch sind, logischerweise auch mehr, weil man kann eigentlich erst anfangen zu denken, halbwegs, was mache ich mit meinem, ich habe ja nur 2 Plättchen in der Hand, wenn ich denn wieder am Zug bin, weil bis dahin hat sich, also gerade im 4-Personen-Spiel, hat sich auf dem Spielbrett
in der Auslage halt eben doch einiges geändert. Und dann ist man halt eben dabei und guckt erst, okay, ich habe ja diese zwei, okay, wenn ich die zwei habe, die diese aktive Funktion, sage ich jetzt einfach mal, oder wenn ich sie anlege, mache ich eine passive Funktion, aber da können ja alle fünf von betroffen sein, das heißt, man ist jedes Mal hier nur am Lesen, ich mache jetzt die aktive, die Wachstum, oder ich mache die Spross und oh, und das war echt anstrengend. Wir haben das Spiel, wir haben es als Opener gespielt, glaube ich, ne? Wir sind, das war ziemlich zu viert am Anfang. Das war das erste Spiel. Das genau, das war das erste Spiel am Anfang. Gespielt, ja, und zu viert. Mhm. So wie wir jetzt die Auslage, wie ihr sie gesehen habt, wir waren eben zu viert und diese großen Plättchen, wo eben in Anführungszeichen erklärt ist, was es denn bedeutet, die waren von mir sehr weit weg. Das heißt, also ich war echt hier dabei und die Schrift ist nicht groß. Ihr wisst, ich habe schlechte Augen, aber das ging jetzt heute bei einer vernünftigen Beleuchtung geht es. Aber mir macht das Spaß. Ich bin gern so ein Gehirnzwiebler, aber das geht echt zu Lasten Downtime. Also wer jetzt hier aufgrund der Illustration mal kurz so ein flockiges Spiel erwartet, das mal kurz so nebenbei runterspielt als Absacker, als Opener, nee. Erkläre technisch, ja, kein Thema. Du legst die Dinge an, das und das musst du beachten. Das sind die Mehrheiten bei Spielende. Das ist schnell erklärt, aber wie die Effekte sind von den einzelnen Karten, dazu noch so ein paar Ungereimtheiten bei einigen Dingern, zum Beispiel dieses, was hatten wir mit den Feen? Da hatten wir in der vier Personen, waren die eben, ich bin da sehr stark drauf gegangen, wo man Feen den anderen stehlen kann, weil ich fand das sehr amüsant, den Schnapper, genau. Und dann am Spielende sagen, wollten die mir halt eben das nicht geben. Sie wollten es bezahlen, also als Minuspunkte kriegen, aber ich sollte es nicht als Pluspunkte kriegen. Ich so, da haben, und die haben mich überstimmt, 3-1, das wären bei mir fette Punkte nochmal gewesen, weil ich glaube, ich hatte 8 gefangen gehabt oder so, das war sehr effektiv. Naja, wir haben es jetzt ja danach auch noch unzählige Male zu spielen. Und da haben wir es dann angepasst, genau. Also auch da, obwohl es ab 8 ist, echt so ein paar Sachen, wo man nachlesen muss, wo es auch manchmal nicht hundertprozentig verständlich ist. Auch eben auch so dieses, wo kann ich nochmal rausziehen, was wir ja auch hatten, was mit ist halt eben eine Engstelle, was nicht. Das hätte man auch einfacher auch erklären können in der Anleitung. Summa summarum, es funktioniert. Ich mag Knobelspiele, ja, aber es muss nicht echt so sein, dass ich so viel Zeit brauche oder verbrauche, indem ich halt eben nachlesen muss, was kann ich denn jetzt machen. Und es ist so, dass man anlegt und dann weiterdenken muss, was für Effekte hat das. Da, Downtime, alles gut, das mag ich sogar gerne, dieses Nachdenken, aber es geht viel Zeit bei drauf, nachzulesen, was man denn überhaupt machen kann, weil man kann es nicht verinnerlichen. Es sind zu viele verschiedene Pflanzen, was natürlich viel Abwechslung bringt, aber trotzdem, man kriegt es, wie ich kriege es nicht in meinen Schädel rein und das führt dann halt eben zu Punktabzug und von daher, ich gebe dem Spiel, es funktioniert, 6 Punkte. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich mache mal mit der Anleitung weiter, wie so häufig. Also die ist wirklich gut und übersichtlich geschrieben. Man denkt ja auch, wie Christian schon gesagt hat, man sieht ein Spiel ab 8, von daher die Anleitung passt dazu. Also die Regeln sind wirklich übersichtlich. Was Christian schon meinte, so ein paar Sachen, so was ist eine Engstelle und so. Und dann gibt es hier auch nochmal so ein bisschen so eine ja, Erklärung, so was ist ein ungebundenes Feld, was ist ein gebundenes Feld und so weiter. Das war dann ein bisschen komplizierter. Aber ansonsten von den Regeln her fand ich es wirklich eingängig und verständlich. Aber ab 8 Jahren, nein, auf keinen Fall. Also ab 12, weil ich merke jetzt schon, wir haben das Spiel mittlerweile 6-mal gespielt. Wir haben es 2-mal zu viert gespielt und 4-mal zu zweit. Und auch jetzt nach 6 Spielen, jetzt, ihr habt ja gesehen gerade im Video, kenne ich trotzdem noch nicht die ganzen Fähigkeiten, Sprießen und Wachsen von den einzelnen Pflanzen auswendig, sondern ich muss jedes Mal auch noch genau nachlesen und auch noch gucken, okay, wo darf ich legen? Vertreibe ich jetzt eine Fee, verscheuche ich eine Fee, wo darf ich jetzt zum Beispiel bei der Flugbohne, wo darf ich das Plättchen, was ich wegnehme, anlege, verscheuche ich da was, kriege ich da Punkte für und so weiter. Also nein, das kann ich mir auch noch nicht merken. Und ein 8-Jähriger, der kann das hier gar nicht erfassen, dem und weil dafür gibt's auch, kann man viel zu taktisch spielen. Du guckst dann ja auch, was mache ich. Ja, du hast ja kein Element, was ausgleicht nachher. Ne? Genau, ich meine, man hat ja nur 2 Plättchen zur Auswahl, aber auch von diesen beiden Plättchen muss ich mich ja entscheiden, nehme ich das Plättchen so, das eine Plättchen mache ich davon wachsen oder sprießen oder nehme ich das andere Plättchen und davon wachsen oder sprießen. Das heißt, ich habe schon bei 2 Plättchen 4 verschiedene Möglichkeiten. Die ja, ganz weil du machst mit dem Plättchen ja nicht das Wachstum, sondern du machst ja Wachstum ja, und die anderen drumherum. Das stimmt, aber ich könnte es ja... Was noch viel mehr dann sind da als hast 4. Du noch mehr Möglichkeiten, das stimmt, weil man es ja an ganz vielen unterschiedlichen Stellen anlegen könnte und dann nicht entscheiden könnte, wo lege ich es an, genau. Weil ich löse dann ja die Wachstumskraft von dem die umgebenden Plättchen. Genau, also die dann Plättchen, kannst du die wieder alle 5 haben und genau. Dann bist du erst recht wieder am Lesen. Ne?
Ja, also von daher, das ist kein Spiel, was man mal ebenso durch, wo man alles im Kopf hat. Aber, also mir gefällt das, ich mag das total gerne. Wir haben für die erste Viererpartie haben wir schon recht lange gebraucht. Die zweite war dann aber schon in 50 Minuten, also zu viert 30 Minuten, weiß ich nicht, wie man da 30 Minuten draufschreiben Pro kann. Person. Weil ich finde schon 30 Minuten, also zu zweit haben wir so 30 bis 40 Minuten Ja, aber du hast ja gespielt. auch weniger Plättchen. Genau, ja, klar, aber zu zweit passt das ungefähr mit den 30 Minuten. Aber es ist natürlich so, wenn man richtige Grübler hat am Tisch, dann kann sich das Spiel natürlich hinten raus Zu viert, 2 Stunden. richtig ziehen, weil es gibt ja Leute, die müssen dann jede Situation erstmal ausloten, weil wie gesagt, man hat ja zwei Plättchen und ich könnte es ja da anlegen, da anlegen, da Ja, und dann anlegen, da. hochrechnen, das Was bringt mir mache ich mit das, der das und das, Wachstumskraft ja. da? Das kann natürlich mit richtigen Grüblern richtig lang werden. Ja. Also in unserer Viererpartie waren jetzt nicht alles so großartige Grübler, das ging. Sven grübelt auch manchmal ein Ich bisschen, ja auch. wenn Also es ich habe euch hier auch erregt gegrübelt. Das ist. hat. Viele Grüße an dieser Stelle. Nein, aber das zweite Spiel war dann nachher mit 50 Minuten, das ging wirklich. Und das war mir dann auch nicht zu lang, weil für so ein Spiel, finde ich, wo man so viel hat, finde ich 50 Minuten nicht zu lang. Aber da muss man sich halt bewusst sein, was hier 30 Minuten draufsteht. Nein, also zu zweit kann das funktionieren. Wie gesagt, da haben wir so zwischen 30 und 40 Minuten gespielt. Und mich stört es jetzt nicht so wie Christian so extrem. Also ich muss auch noch, ich muss immer hier nachlesen, was da passiert, aber das stört mich überhaupt nicht. Ich gucke dann gerne drauf. Im Zwei-Personen-Spiel kann man ja auch schon ein bisschen parallel gucken, wobei man möchte natürlich auch den Zug des anderen nicht verpassen und gucken, was er da macht Dass der alles richtig und dass macht. der auch alles richtig macht und was verhackstückt da jetzt da schon wieder. Also von daher, das finde ich wirklich okay, kann man wirklich auch zu zweit sehr gut spielen. Und es ist wirklich, muss man ganz deutlich sagen, ein sehr, sehr interaktives Spiel. Also ich wüsste schon Gruppen, mit denen wir das nicht spielen können, Ja, weil dann mindestens gleich am zwei. Tisch, weil dann gleich am Tisch, ja, Die Messer gewetzt und rausgeholt werden. Messer gewetzt und Unmut aufkommt und da wüsste ich schon gleich. Also das muss man wirklich abkönnen. Ihr habt ja gesehen, es wird hier ganz viel kaputt gemacht. Es ist sehr interaktiv. Je nachdem, welche Pflanzen ihr mit dabei habt, dann wird das Plättchen verschoben, wo man meint, man hat vielleicht schon die Mehrheit in dem Feld. Dann werden da Feen runtergenommen, womit der andere Punkte machen kann und. Oder die Feen werden gefangen genommen, wo man dann am Ende auch noch wieder Punkte abgeben muss. Dadurch hat man ja auch noch weniger Feen dann nachher, weil das hatten wir gerade auch im letzten Zweierspiel, wo du ja nachher gar keine Feen mehr hattest und dann ja auch Feen vom Spielplan umsetzen musstest. Also von Ich habe daher, das gewonnen. ist schon, du hast bisher immer gewonnen. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch Ich mich. gewinne sogar ohne Feen zu haben. Ich habe mich auch Tada! in diesem Spiel wieder eigentlich sehr gut gefühlt und auch sehr sicher. Auch im letzten Spiel. Ich hatte so viele Feen, oder das kaum Feen auf dem Hast dich Ding. sicher aufgehoben gefühlt bei Ja. mir? Nein, bei dem Spiel. Was? Bei dir natürlich auch. Nee, aber ich weiß nicht, wie Christel es immer macht. Irgendwie gewinnt er dieses Spiel immer. Aber trotzdem, also ich mag es. Mir macht Spaß. Aber wie gesagt, man muss sich bewusst sein, die Spielzeit stimmt nicht auf der Verpackung, außer zu zweit. Da passt es ungefähr. Die Altersangabe passt nicht und man muss halt viel lesen und viel nachdenken. Ich mag das, mich stört das nicht und von daher für mich ist es ein gutes Spiel, spiele ich gerne wieder und bekomme von mir 7 Punkte. Naja, Fast, jetzt fast. kommt er wieder Na, nein, wir sind damit. fast nah beieinander. Ist doch alles gut. Soll ja auch nicht Okay, langweilig werden. dann wollen wir das nächste Mal gucken, ob wir ein Audrey-Spiel dann kriegen. Ein echtes, ja. Audrey 2 wohlgemerkt, ja. Okay, das war dann unsere Review zu dem Spiel Power Plants, der magische Garten. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!